Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Durchgequatscht. Sie ist ein bisschen aus der Not geboren, denn meine alte Folge ist RIP. Ich habe sie bei YouTube hochgeladen, sie geht 10 Minuten lang und auf einmal hört man nichts mehr und es ist nur noch schwarzer Bildschirm. Die ist irgendwie vorbei. Okay, so we triple trade. Hopefully. Ich habe Top und Mitte angegeben, obwohl ich eigentlich eine Mitte spielen wollte, was den Hintergrund hatte, dass ich nicht zum Tippen Matange machen musste, weil normalerweise nämlich für eine Folge durchgequatscht so 3-4 Games auf, damit ich einerseits ein bisschen Auswahl habe, dass ihr ein gutes Videomaterial bekommt und zweitens, dass ich auf jeden Fall meine Rolle kriege. Was jetzt nicht ganz funktionieren wird. Gerade war genau dasselbe, ich bin auch Top-Lane gekommen, der Midlaner wollte auch nicht traden und ich habe Irelia bekommen, das fand ich doch okay. Ich nehme dann halt quasi immer neu auf, wenn die Pick-und-Band-Phase tot ist. Problem ist jetzt nur, Irelia wurde gebannt, der Midlaner tauscht mit Jungler und ich gehe leer aus. Was kann ich euch auf der Toplane mitgeben? Naja, zumindest nicht, wie man perfekt Toplane spielt. Ich denke, das wäre anmaßend, aber wahrscheinlich, wie man eine Lane spielt, die man nicht komplett perfekt beherrscht. Ich denke, das ist möglich. Ich probiere gerade nochmal mit dem zu verhandeln, ne? Man kann also ein bisschen hoffen. Das Problem ist, dass ich, wenn ich Toplane gehen würde, wahrscheinlich Irelia spielen würde. Und Irelia ist gebannt. Tja. Was gibt's für Möglichkeiten? Es gibt einen Malphite. Ist jetzt nicht so super, dass alle Friede, Feuer, Eierkuchen sind und ich nicht ganz so. Okay, ich kann einen Djinn picken. Nein, kann ich nicht, weil ich habe keinen Djinn. Das ist nicht so gut. Okay, das wird also ein Beispiel dafür, was man für einen Champion spielen kann, wenn man keine Ahnung hat, was man auf der Toplane kann und was nicht. Malphite ist wahrscheinlich der einfachste spielendste oder einer der einfachste spielendsten Champions, die man überhaupt kriegen kann. Ich habe keine Runepage für ihn, wie es vielleicht viele von euch auch das Problem haben werden. AP Jungle, ihr seht leider nie die Uni, ich weiß, woran das liegt. Xpert ist da einfach ein bisschen assi. Ist das ein Rammus Toplane oder Rammus Jungle? I don't know yet. Mit Ability Power, viel Attack Speed, Armor und skalierende Magic Resistor. Ist das Beste, was ich habe. Ist jetzt nicht so super, aber das Ganze wird eben improvisiert. Hier war ich eben schon meine Runen für Irelia machen. Okay, überlegen wir mal, wohin wollen wir mit Malphite? Grasslos Undying ist wahrscheinlich das Beste, weil wir haben ziemlich tanky und ab und zu ein bisschen zu raggen. Ein Tierzu für 1,5 OP Max Health. Wurde vor einiger Zeit verändert, dass du jetzt mehr Damage machst von deinem maximalen Leben und weniger regenerierst. Das ist in Ordnung. Also, Bonusresistenz hören sich ziemlich gut an. Weniger Damage kriegen ist auch erstmal toll. Shields würde meine Passive beeinflussen und das Shield von Lulu, was ich jetzt allerdings nicht übermäßig oft kriegen werde, also nehme ich das Leben. Regeneration, weiß ich gar nicht, ob es sich vielleicht doch lohnen würde. Das hier, weil ich ja mit Teleport spiele. Tenacity stellt sich für mich fast nie in Frage. Ich darf dann da Undying noch dazu. Was nehmen wir außerdem noch? Ich denke, wir gehen für Increased Damage. Ich könnte hier Exposed Weakness gehen, damit wir 3% mehr Damage haben in diesen Situationen, aber ich denke, das ist nicht notwendig. Und Increased Damage, das passt soweit. Ich könnte auch hierfür gehen, aber so sehr unterscheide ich es nicht. Spiel gegen den Riven. Normalerweise hätte ich auf meinen Main hätte ich jetzt ein 15 Armor Buch, was ich hier natürlich nicht besitze. Allerdings kein allzu großes Problem. Ich muss gerade wissen, wo hier der Unterschied ist, aber ihr seht das auch gar nicht. Das ist kein Problem. Skalierende AP, skalierende Magic Resist Runen auf Blau sind dabei gar nicht so schlecht. Riven, Malphite Matchup, wenn viele jetzt intuitiv sagen, ist ganz klar für Malphite. Das ist es meiner Erfahrung nach allerdings nicht. Und das ist keine Erfahrung, die ich auf der Topline gesammelt habe, sondern Erfahrung. Wow, er spielt Cho'Gath? Really? Der hätte auch einfach auf der Toplane spielen können. Es ist keine Erfahrung, die ich quasi auf der Toplane gesammelt habe, sondern einfach nur in den Situationen, die ich gesehen habe. Dass gerade wenn eine Malphite anfangs zurückfällt, halt massiv zerstört wird. Mein Plan ist also anfangs nicht zurückzufallen. Das ist generell halt das Ding, ne? Ich bin kein Main-Toplaner. Ich kann euch ja nicht erklären, wow, so und so müsst ihr es auf jeden Fall spielen, sondern ich erkläre euch eher, wie spielt man eine Lane, die man normalerweise nicht spielt. Mein letztes Toplane-Match ist garantiert 300 Games her. Wahrscheinlich sogar mehr. Das kann ja mal einer, wenn er Lust hat, raussuchen. Aber ich habe eine Zeit lang aus Spaß Nasus gespielt. Ich weiß nicht, welches Tier hier vor meiner Haustür verreckt, aber es hört sich auf jeden Fall schrecklich an. Es stört mich wirklich ein Tier, ne? Es spielt irgendwer Flöte, aber es klingt echt nicht schön. Was ist eine der Problematiken? Ich glaube, die schreien sich einfach warm für das Deutschlandspiel.
Das ist gar keine Flöte, der singt nur so doof. Good Defensive Starting Item ist übrigens Kappes. So gut ist das Item wirklich nicht. Hardcore Armor stacken. Alles, was Riven macht, macht physischen Schaden. Hoffe, dass das stimmt. Einer der größten Probleme, die man mit Malphite hat, ist, dass man am Anfang relativ schlecht unter Druid lasten kann und sich das, ehrlich gesagt, bis zum Ende des Spiels auch nicht allzu sehr ändert. So, passiv, ich würde sich hier meine Rüstung vergrößern. Hier hätte ich mein AOE. Und hier hätte ich mein Q-Spell. Ich habe jetzt tatsächlich ein bisschen AP drin. Das ist wieder mal kein optimales Rundbuch. Aber das soll ja eben auch das immer wieder als Beispiel dienen, dass ihr auch nicht unbedingt immer die optimalen guten Bücher haben werdet. Warum spiele ich Malphite Top? Naja, also generell spiele ich keinen Malphite Top. In diesem Fall spiele ich Malphite Top, weil ich normalerweise gar keinen Top-Lane spiele. Wenn ich Top-Lane spielen würde, auf meinem Main, würde ich wahrscheinlich Cho'Gath spielen. Weil ich den Champion einfach kann und kenne wahrscheinlich auch. Aber das sind beides Picks, die ein bisschen mehr risky sind und die auch ein bisschen einfach damit zusammenhängen, dass ich den Champion gut kann. Ich gehe davon aus, dass es einfach ein Nonplus oder der Otto Hannes. Der Otto Hannes setzt sich an den Rechner und möchte spielen. Da würde ich sagen, Mauke und Malphite sind zwei Champions, mit denen man das exzellent kann. Warum Malphite? Naja, Malphite hat eine sehr, sehr gute Ultimate. Und durch diese Ultimate bist du in vielerlei Situationen nützlich. Maokai wäre noch ein bisschen safer, weil Maokai quasi diesen Nützlichkeitseffekt immer in seinem Leben hat. Moment mal, was macht hier ein Kog'Maw Jungle? Okay. Der Junge trollt mich doch. Oh, da ich ja selbst viel Kog'Maw Jungle spiele, weiß ich, dass er nicht mehr als das vom Pool her braucht. Ja, quasi der Erfinder von Kog'Maw Jungle, sind wir ehrlich. Ich weiß nicht genau, was er von mir möchte. Riven hat ziemlich viel Damage bekommen. Riven hat mit einem interessanten Pot angefangen. Drei Lastets auf einmal bekommen mit dem E, das ist relativ safe. Ich habe nicht allzu viel Lust, hier großartig zu fighten. Mein Griffstoff und Dying werde ich am Anfang gar nicht so viel benutzen können, dann wahrscheinlich. Sie hat jetzt 6 CS. Was hat sie für ein Camp genommen? Sie hat die Kleinen vom Raptor gemacht? Moment mal, nein, mein erster Wolf ist tot. Das sind 6 CS. Alles fein, ich bin einfach nur doof. Ich hatte ja noch nicht, also ich hatte noch Time Minutes übrig, aber sie ja nicht. So, kleinen Trade ins Gesicht bekommen, das ist nicht allzu schlimm, weil ihr seht, wie viel Rüstung ich habe. Es sind 54. Okay, es wird leider erst das andere Minion angreifen, aber ist okay, ein Minion verliere ich also. So, und jetzt beginnt der große Spaß hier mit Malphite unterm Schild. Schade, den hätte ich zumindest noch bekommen. Ich habe den E auf Level 2 gemacht, weil der E-Spell tatsächlich beim Lassen nochmal ein bisschen angenehmer ist. Das war Curse of the Undying, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee, jetzt hätte ich Curse of the Undying. Dubios, ey. Ich bin echt. Okay. Hast du in Ordnung für mich, weil ich habe mehr Pots. Solange ich die Trades so nehme, ist es ja fein, weil sie kriegt auch relativ viel Schaden. Die einzige Problematik, die ich quasi habe, die Riven nicht hat, ist, dass ich Mana habe. Deswegen muss ich mit meinem Mana-Aushalt hier relativ gut umgehen. Sie wird halt die ganze Zeit Free-Farm haben. Mein Ziel ist es, am Ende dieser Lane nicht mehr als 8 CS behind zu sein. Na, wie komme ich auf 8 CS? Keine Ahnung. Ist einfach nur ein Gefühl. Und dieses Gefühl sollte mich normalerweise nicht allzu sehr zurückwerfen. Der Kog'Maw hat nicht ganz verstanden. Vielleicht sollte er nochmal mein Video gucken. Sieht nicht so gut aus, was er da treibt. Ich könnte den jetzt zum Beispiel mit dem Q nehmen, aber das ist nicht worth, weil der kostet 70 Mana. Ist relativ teuer dadurch. Wenn ich mein Q einfach auf sie mache, macht sie einfach nur ihren Sidestep-Schild. Was sie jetzt nicht zur Verfügung hat, deswegen ist das okay. Ramos ist da. Ist nicht schlimm. Ich stelle einen Ward rüber, der ist da drin gerade im Moment. Das erste Minion verpasse ich, das zweite kriege ich, das kriege ich auch, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Jetzt prepare ich die anderen, damit ich mit dem Eri kriege. Ah, ich kann das nicht contesten. Der ist gleich da, das ist sehr gut, aber der Ramos wird leider einfach flashen, schätze ich mal. Nice. Ja, random Checks von Kog'Maw detected. Ist jetzt auch gestorben. Habe ich nicht mehr so viel Mitleid, muss ich sagen. Wisst ihr noch, als ich eben meinte, mein einziger Unterschied im Vergleich zu Riven ist, dass ich Mana habe?
Das Problem gibt's nicht mehr. Wir haben Blue Buff. Oh, faktisch bin ich immer noch Ruhm, aber das ist in Ordnung. Oh, ein quasi optimaler Start. Ich habe mein Early Game definitiv nicht gespielt, aber jetzt bin ich halt eben voll im Lot. Ich denke, dass Ramos instant auf die Lane kommen wird, um mich zu töten. Weil er seinen verdammten Blue Buff wieder haben will. Rum geht jetzt erstmal in die Base. Mein Plan ist jetzt durchzupushen und dann ebenfalls in die Base zu gehen. Ist natürlich schwer durchzupushen, wenn währenddessen jemand hintergeht. Ich denke nicht, dass er das freezen kann. Ich gehe in diesen Busch, weil manchmal interrupten Leute Busch-Recorder, wie mich jetzt hier. Ich bin 6 CS. Nein! Nein, ich habe mein Ziel verpasst. Ich bin 1 CS, zu weit behind. Granulins oben ist mein Plan. Ich gehe zu Fuß auf die Lane. Ich möchte den Teleport möglichst abhaben. Das ist eine der Dinge, die ich bei Toplane in meinem eigenen Team immer schätze, wenn sie quasi den Team nicht für die Lane-Präsenz benutzen. Und es ist etwas, was mir im Nachhinein weiterhelfen kann. Außerdem habe ich keinen Pot gekauft. Wenn ich jetzt auf die Lane tippiere und dann für ins Gesicht kriege, kann es tatsächlich sein, dass ich in Jogat, please care, dass ich deswegen Probleme kriege, weil ich halt kein Erfolg habe. Warum habe ich jetzt nicht noch mehr Armor gestackt? Naja, weil Armor stacken ab irgendeinem Moment nicht mehr ganz effizient ist. Es gibt quasi einen Grafen, der das, den findet ihr sehr, sehr simpel bei Google. Ja, das war ein bisschen spät, die Peak von mir, aber wir können das immer noch spielen, weil Jogat kommt. Da muss man halt irgendwas machen. Okay. Jogat hat halt... Ich habe sogar noch weniger gemacht als Jogat. Fairerweise. Oh, das war für mich halt überhaupt und gar nicht Wurf. Alles in Ordnung. Das war eigene Dummheit. Upsi. Missklick. Zu spät hat runter TP'd und der TP dauert mittlerweile ja auch Jahre. Toplane hat gefreezed, das heißt, meine Lane ist jetzt quasi am Arsch. Und ich habe dafür nichts bekommen. Das ist das Leben als schlechter TP-Spieler, ne? Kokma sollte nach dem Red Buff einfach hochkommen. Jedenfalls, wir sind nicht in der Wave fighten. Der Ramos müsste jetzt eigentlich auch schon oben sein, wenn er es vernünftig macht. Weil das hier ist gerade free von mir, weil ich muss ja den Freeze auflösen. Dementsprechend werde ich das hier gerade reinpushen. Das sind aber wieder Situationen, wo ich halt quasi sehe, warum man als Toplaner keinen Spaß an diesem Spiel haben sollte. Weil du quasi in diesen Situationen ja keine Option hast, die attraktiv ist, so. Wenn ich nicht reinputsche, freeze dir das bis an St. Glimmerneins Tag. Wenn ich jetzt freeze, bin ich eigentlich Freekill. Gott sei Dank sind die Jungler ja selten so weit, dass das so ist. Und ich frage mich manchmal, wie das gute Toplaner lösen. Naja, gut. Abgesehen davon, dass sie den Teleport nicht so machen, dass sie diese Probleme bekommen. Oh, ja. Good job, Johnny. Good job. Dreimal Mitte von uns. Ramos Botlane. Mein Problem ist quasi, dass ich nicht so viel Mana habe, als dass ich vor der Riven effektiv wegkommen könnte, wenn sie mich reinspringt. Aber da bin ich mir dem nicht sicher. Und jetzt kein Teleport, also brauche ich auf die Botlane auch gar nicht gucken, aber es ist natürlich trotzdem ein Stück weit interessant. Und außerdem ist hier oben gerade eh nicht viel zu holen. Könnte das Minion queuen. Das sind halt immer wieder die Sachen, wo ich sage, okay, einlastet ist nicht 70 Mana wert. Etwas, was man sich echt erst mit der Zeit angewöhnen muss. Gerade auch auf der Midlane ist das natürlich relevant, dass du da aufpasst, dass du nicht deine Spades für sonst was reinhaust. Du musst quasi auch immer gucken, wenn ich jetzt diesen Last Hit nehme, wie viel Damage kriege ich von der Riven und ist es mir das wert? Es ist quasi die ganze Zeit eine Überlegung, wie viel ist ein Last Hit wert? Hier ist zum Beispiel mein Q ist eigentlich nicht wert gewesen. Aber ich dachte, okay, sie hat kein Schild ab, ganz geil, kann ich reingehen. Das war jetzt gut, ich bin nach vorne gegangen, die Creeps hatten in diesem Moment dann kein Akku. Muss mein Auto-Attack resetten, weil ich sonst keinen Up hab, um mir das Minion zu securen. Ich hab die meisten bekommen, den letzten leider dann nochmal gemisst, das war unnötig. Kurz in den Busch reingehen, um zu wissen, ob sie da ist. Ist da. Nein! Warum haut die Minions auch drauf? Ich wollte ihn für mich preparen. 8 Sekunden bis TP. Wenn ich ein Trinket... Hatte ich ein Trinket ab? Wenn ich ein Trinket abgehabt hätte, hätte ich es auf jeden Fall in den Busch reinstellen müssen. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich keins ab habe. Aber ich habe jetzt eins ab. Das spricht ein bisschen dafür, dass ich vorher auch eins ab hatte. XP-mäßig bin ich ein bisschen behind, aber das ist in Ordnung. Ich glaube, Riven könnte das noch aggressiver spielen übrigens.
Die könnte mir ja richtig in die Hölle heiß machen. Ich kann diese E-Range einfach nicht einschätzen. So, zum Thema, Method ist nicht hard to play. Also, ist er auch nicht, ne? Ich bin einfach nur ziemlich bad. Ich bin halt immer in XP-Range und immer kurz davor in Lasted-Range zu sein, aber komme nicht so ganz ran. Ich hätte sie ulten können, aber ich habe kein Mana gehabt. Wie genau stellst du dir das vor? Genau so muss ich spielen. So nicht anders. Also sein ganzes Gepinge davor ist halt ziemlicher Blödsinn. Wenn ich auf sie drauf engage, habe ich nichts mehr, wenn sie quasi die... Oh, jetzt pusht er nicht durch. Komm her, komm her. Du musst das durchpushen. Riven hat halt wieder TP, das heißt, sie wird nicht allzu viel verlieren. Durchpushen heißt übrigens nicht CS nehmen. Würde mir echt manchmal wünschen, dass die Leute verstehen, was abgeht. Botlane wird gekillt. Dadurch, dass die eine Tristana haben, wird es zum Double Kill, weil die natürlich den Reset hat. Das ziemlich strong ist. 40 Gold bis ich hier meinen Randuin sub. Ist mir das wert zu warten? Ich würde sagen, ja. In Zukunft kann ich auf die Lane TPen. Ich hätte hier einen TP-Ward, allerdings habe ich kein TP-Up. Ist jetzt quasi, dass ich mein TP dafür einsetze, dass ich Randuins schon auf der Lane habe und. Oh mein Gott, das dauert hier so lange, ne? Ich bin es halt einfach immer noch nicht gewohnt. Ha, war das smart? Nein. Weil ich den einen nicht kriege. Oh, sehr schöner Q. Oh mein Gott, wenn ich da ankommen würde. So. Ja, okay. Und sieht das nicht so schön aus. Riven ist jetzt tot und hat keinen Teleport. Das heißt, ich renne jetzt zur Toplane, pushe die durch. Ich könnte jetzt auch Midlane irgendwie warten und ein bisschen gucken, ob ich hier pushen kann. Aber wenn ich jetzt die Toplane durchkriege, verliert Riven das erste Mal effektiv HP. Oder, wie ich gerade sehe, ich kann es freezen, weil das keine Minion von dem noch lebt. Oh, fuck, jetzt habe ich die Akku davon bekommen. Hinten dieses, ein bisschen über Freezer Zeit, dieses Minion hier gerade, was gerade gestorben ist, wollte gerade sagen, hat keine Akku und überlebt deswegen unendlich lange. Obwohl es quasi eigentlich gut sein sollte. Ist ganz lustig, dass ich einen Kog bei meinem Team habe quasi. Denke ich, habe ihn da nicht gemacht. Übrigens, wenn ich den Q quasi gemaxt hätte, dann wäre die Lane komplett anders verlaufen. Und dann hätte ich die ganze Zeit die Riven versucht, meinen Q zu poken. Allerdings habe ich mich halt hier dagegen entschieden, weil sie ja immer ohne Mana zu investieren in der Lage ist, mit dem den Damage von meinem Q zu blocken zum großen Teil. Deswegen habe ich hier den E-Max gemacht. Damit habe ich auch einen prinzipiell schnelleren Hard-Push, der allerdings relativ selten ja relevant wird. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ah, frustrierend, ey. Vielleicht zu früh geultet, allerdings dachte ich, dass Kong mal in der Lage sein wird, sein E da drunter zu legen, was er nicht war. Ist ganz klar ein Weltsong. Ein glasklarer Bait. Ja, Nami stirbt und ich sterbe nicht. Okay, whatever. Das war einfach nur geboostet von denen, ey. Holy shit, dass die LeBlanc mich fokust, ist halt einfach... Ja, einfach insane. Na gut. Nächstes Spart von den Gegnern. Natürlich gut für uns. Mercury's hier meine Wahl, weil die einen Rammus haben, eine LeBlanc haben, Riven haben. Würde auch anstrengend zu handeln ist. Ich gehe ins Botlane. Botlane kommt eine Wave an den Turret, da bin ich aber nicht in Time, aber meine Botlane ist ja gerade im Moment eh auf der Midlane unterwegs und wenn Tristana weiter gepusht hätte, hätte ich da sein können. Wie ist das passiert? Oh mein Gott. Ich hab mal weggeschaltet, weil ich das Video nicht ab 18 machen kann. Oder es nicht will. YouTube-Kanal soll für alle zugänglich sein und das sah nach einem ziemlichen Popo, Ramos, Dedo, wer ihr versteht, was ich meine.
Pushe jetzt die Botlane rein. Ich habe in 30 Sekunden Ultimate. Bis dahin bin ich relativ irrelevant. Habe überlegt, hier zu bauen, aber es gibt keinen Grund dafür, denn Rammus war, wie wir eben auf der Midlane gesehen haben, deswegen ist es auch immer wichtig, es solche Fights sich anzugucken, sehr, sehr low. Das heißt, er wird keinen Gank mehr machen. Das ist wirklich beeindruckend. Okay, wir haben zumindest den Return-Kill bekommen. Riven ist auf der Top-Lane und wird da meinen Turret kriegen. Ich sollte auf der Bot-Lane auch was kriegen. Ist die Frage, ob LeBlanc runterzieht? Nee. Tristana ist noch... ist noch tot. Geht jetzt keiner von denen hoch? Wie ärgerlich. Also wir haben quasi... der eine ADC ist nicht da, der normalerweise auf der Bot-Lane ist. Und deswegen hätten wir hier halt einen Free Turret bekommen, wenn irgendwer oben den Farm einfach nur annimmt, wozu sich allerdings keiner berufen fühlt. Jetzt geht unser Supporter hoch, als der Turret halt schon down ist. Das ist im schlimmsten Fall dazu führt, dass unser Supporter einfach nur stirbt. Ich hätte den eh schon vorher machen können. Dann kann er steffen, leider. Aber ich weiß nicht, wie dick er ist, weil ich nicht aufgepasst habe. Kann er mich fighten? Ich habe einen Randuins, ne? Ich glaube, jetzt hat er gerade seinen Q verschwendet. Okay, never mind. Da läuft gar kein Risiko aufkommen. So, ich ulte relativ früh. Die Name hätte mit der Ultimate warten müssen, hat sie nicht. Natürlich bin ich ziemlich safe. Eieieiei. Wenn man da so lange Vision hat, ist halt echt ziemlich angenehm. Ich überlege, ob ich mal auf ein Protobait gehe. Aber weil ich es noch nie gemacht habe. Und weil ich es mir auf Malphite relativ gut vorstellen kann. Ich hätte unten den einen Auto-Tag, glaube ich, auch noch durchziehen können. Also es hätte keinen Unterschied gemacht. Das war mein Fehler in dem Moment. First geht er. Hurricane first. Ist das sein Ernst? You are fat enough. Tja. Dann sollte er mein Video angucken. Ist halt jetzt ein Problem, wenn der Kog'Maw seine Rolle so versteht, dass er jetzt seinen Jungle nicht mehr farmt, sondern stattdessen Lanes, weil das ist nicht sein Job. Er ist extrem gut darin, den Jungle schnell und effektiv zu farmen. Und jetzt stop counter-jungling, Animal. Ich habe das Gefühl, dass dieser Kog'Maw kein angenehmer Zeitgenosse ist. Wie schade ist, weil dann guck mal Jungle ist und ich ihn ja deswegen aus Prinzip eigentlich schon mal mögen müsste. Da muss ich wohl hin. Hi Bro, was geht ab bei dir? Wie war's ohne Attack Speed? War cool? Freut mich. Oh. Er macht sogar ein bisschen Damage. Worth. Gedacht, dass der Sugar noch seinen Fressnapf hat. Merkt Sugar das nicht? Oh mein Gott. Die LeBlanc ist geflasht, bevor sie geäht hat. Will der mich killen? Warum hat der mich ignited? Das macht keinen Sinn. Please stop. Weiß ich genau, warum mich jetzt ignited hat. Der W macht so ein nach vorne so ein bisschen AOE-Damage. Sunfire wäre wahrscheinlich keine schlechte Wahl gewesen, wenn ich so drüber nachdenke. Weil ich halt echt überhaupt kein Damage habe und auch kein effektives Push-Potenzial. Aber wie gesagt, es geht hier nicht darum, einen perfekten Malphite in Action zu sehen, sondern eher die Situation ein bisschen zu verstehen, wie es ist, wenn man bad ist. So, ich nehme auch die Wave mit. Weil das hier wird so oder so ein Slow-Push werden. Das heißt, so oder so kriegt der Gegner hier Free-Farm. Und dementsprechend sollte ich zumindest die Wave versuchen, bis zum nächsten Turret zu bringen. Oder zumindest so zu preparen, dass sie schneller zum nächsten Turret geht. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, wo die Gegner sind.
Lustigerweise kommt allerdings keiner. Müsste eigentlich noch eine Wave pushen, allerdings sehe ich keine Tristana. Doch, Tristana ist da, ja gut. Dann gehen wir da rein, das ist jetzt zweimal zu langsam passiert, also ich hätte eigentlich schon vor 10 Jahren diese Wave pushen sollen. Nicht, jetzt im Moment. Kann ich da mal tippieren? What, please? Okay, ich will trotzdem Protobelt ausprobieren. Ich meine, warum nicht? Normalerweise würde ich jetzt wahrscheinlich auf Sunfire gehen. Ja, ich bräuchte noch ein Armor-Item und das wäre eine gute Wahl. Problem ist, dass unten jetzt diese Wave, die ich prepared habe, relativ nutzlos sein wird, weil die Gegner sie ja trotzdem nehmen. Ja, von mir aus können wir es machen. Wir haben guck mal, aber unser guck mal ist noch 10 Sekunden tot. Also ist das ein... Oh mein Gott. Habe ich in meinem Cockball-Video erzählt, dass man die Krabbe super schnell machen kann, wenn man gerade den Godam hat? Das hier ist eine Level 2 Krabbe. Das heißt, es hat die nie einer gemacht. Der Fleskbusch hat wieder zugeschlagen. Stimme ich jetzt hier rein? Hi Riven. Länger nicht mehr gesehen. Wie ging's dir so in den letzten Jahren? Ich sehe, du bist geslowed. Ich sehe, du bist tot. Ich mag den Spieler nicht. Außer Fless. Der ist okay. Da, der Cockball-Jungle-Damage überrascht natürlich hier keinen mehr. Von den eingefleischten Johnny-Zuschauern. Oh, ich hab so Bock gehabt auf den Dive. Hi! Miau, Mama! Weil ich jetzt auch wieder schnell bin, weil ich ja von Speed Steal habe. Ich bin ein bisschen zögerlich in den Einsätzen meiner Ultimate. Ich könnte dann noch deutlich aktiver sein. Okay. Und Speed aber wieder raus. Dieser Champion ist echt auf eine stupide Art und Weise ziemlich effektiv. Und ziemlich strong. Sehr gut, Tristana heute. Oh mein Gott, ist der in der Trap? Der ist einfach so geplatzt. I don't know, oh, I don't know why are you there? Oh damn. Please don't kill me, please. Yes. 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 Beat me up before you cuckoo. Da 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 ba da da. Fight is dein so retarded Champ. Dass ich jetzt sogar nochmal in die Creep Wave reingehen kann. Um mir die Zeit zu holen. Ja, also ist nicht viel dabei, ne? Malphite zu spielen hat jetzt nicht den höchsten Skillcap dieser Welt. Ich werde jetzt tatsächlich den Protobelt probieren. Die Problematik ist wahrscheinlich, dass es mit Protobelt natürlich so ist, dass ich so langsam bin. Ne? Also, dass ich Ultimate. Also, ich mache Protobelt, aber ich kann nicht instant ulten. Das habe ich jetzt mit Galio ganz, ganz oft gemerkt. Also, ganz, ganz oft einmal gemerkt. Aber es kam mir vor wie eine Lektion fürs Leben. Dass das nicht instant geht. Das ist sehr ärgerlich. Jin nimmt die Wave jetzt hier nicht an, sondern warte, das ist ziemlich klug. Ich habe immer noch meinen TP und benutze ihn seit ewigen Zeiten nicht mehr. Das ist übrigens der Vorteil daran, wenn man Ludo-Support als Kogma hat, dann wird es halt richtig retarded. Ich finde Rage Pellet echt kein gutes Second Item mehr. Aber da halt mit anderen Items so viel mehr machen können. Oh yeah, jetzt kommt der Protobelt-Blitz. Malphite. Protobelt, Malphite. Protobelt, Malphite. Protobelt. Malphite. Protobelt. Malphite, Protobelt. Warum ultet der denn nicht, der Johnny? Ja, weil ich darauf hatte, dass sie ultet. Oh, warum fehlt sie nicht einfach? Sie hätte auch einfach wehen können. Na gut. Breath of the Dying. Moho! Der Chase ist real. Aber prinzipiell ist so ein Chase natürlich nicht ganz so. Was macht der Chatter? Hm.
nicht ganz so smart, da quasi so deep rein zu chasen, aber dieser Szene war das meines Erachtens auch in Ordnung. Die werden jetzt alle wieder Mitte gehen. Extreme Flame and Trolling Set. Push FK, we lost. Okay. Das ist natürlich schade. Lor steht 8-8, ist jetzt auch nicht der krasseste Dude. Man sieht, was passiert, wenn ein Jungle Cock mal in Fahrt kommt. Am Anfang ein paar Fehler gemacht, aber die waren nicht wirklich bestraft. Der Proto wird eingesetzt, um diese Wave hier mal durchzupushen. Weiß gar nicht genau, was man als zweites max. Weil du halt hier einfach dieses. Sagst du mehr Werte kriegst, muss jetzt raus. Ja, unbedingt, mein Freund. Unbedingt gebe ich da ohne Mana rein. Weil guck mal, den ja nicht alleine kriegt, ne? Oh, wait! Wie das? Normally. Normally geht das. Oh wait, he does. Executed. Ah, das ist ein kleines Problem. Also tatsächlich, Johnny Top Lane, Malphite. Ich habe keinen Einfluss auf dieses Spiel gehabt. Ich habe nicht eine gute Ultimate gemacht. Ich habe überraschenderweise die meisten Farmen mit 155 nach 25 Minuten. Puh. Mittlerweile sind diese 10 CS pro Minute sogar, wenn du Perfect CS mittlerweile noch höher. Aber ist immer noch ein guter Wert. Das hier ist kein guter Wert. 200 wäre ein guter Wert. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Krabbe nicht kriegen werde, obwohl... Ach, guck mal, wie nett er ist. Guck mal, wie nett ich dachte, wie er ist. Ich kann halt nichts machen. Ich kann mich so hinstellen und lachen. Das ist nicht mal direkt Disrespect, sondern einfach Disrespect mir selbst gegenüber, weil ich halt echt nichts machen kann. Aber es kann mich auch keiner töten. Ich habe ja nicht so viel Armor, aber wenn ich den W anmache. Wait mal. Man kriegt ja gar nicht mehr Armor dann. Was ist mir passiert? Hi! Oh shit. Exhaust gegen Malphite. Ist doch Tierquälerei. Ja, ja. Bruiser are hard to play. I guess. Ich meine, Malphite ist schon ein ganz besonderer Mensch. Get away. Killing spree. Da 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 da. Ich kann mir nicht helfen, als dass ich in jedem Spiel, wo ich Top-Lane gehe, irgendwann nur noch singe und Blödsinn baue, weil diese Lane meine Gehirnzelle nimmt, sie in den Mixer knallt. Es ist halt einfach wirklich... Es ist eine Lane, wo ich persönlich nach ein paar Tagen, wo ich die spielen würde, einfach kompletten Nervenzusammenbruch hätte. Es ist so... Ich meine, ich laufe den ein... Also gerade diese Tanks, ich laufe den Carry einfach nur hinterher. Auto-Tech, cool. Auto-Tech. Cool. Und töte sie. Ich töte sie ja nicht mal. Ich hau den einfach. Ich war 1 gegen 3 gegen Nami, Ramos und Tristana. Ich habe jetzt nicht wirklich viel gemacht. Aber ich bin einfach nur hinterhergelaufen. Und die Tristana ist irgendwann gestorben. Klar, die war schon low. Aber der Rest konnte mich jetzt auch nicht aufhalten. Und danach konnte ich auch weiter töten. Aber dann sollte ich übrigens immer die Minion zuerst töten, weil es sinnvoller ist. Weil dann... Oh, guck mal hier. Ach so! Ja, das ist ja lustig. Das war natürlich jetzt schön, dass ich mit dem ultimativen Speed-Up nach der Ultimate wieder auf den Gegner zulaufe. Hätte ich aber ahnen können. Aber auch hier war wieder das Problem, glaube ich, dass ich Proto bin und ich wollte instant ulten und ich habe kurz. Nicht gezögert, sondern hing kurz fest so. Weil Proto werde ich halt stunnen für die Zeit, wo du nach vorne fliegst. So, komme ich da oben rechtzeitig ran? I'm not sure. Baumel ist halt so der absolute Overkill. Allerdings tatsächlich kein schlechtes Item. Oh. Ich weiß nicht genau, warum Jimmy das gezogen hat. Er hat ja mehr AD. Wir gucken jetzt, 383, jetzt ist es weg. 30 weniger.
Ich bin halt an 41 Kids an 10 beteiligt, das ist jetzt nicht so viel. Ich habe meinen TP, glaube ich, einmal eingesetzt. Also ihr merkt schon, ne? Das ist der Grund, warum ich Top-Lane nicht spiele. Ich habe keine Ahnung von der Lane, aber ich kann halt in 2v2 Malphite spielen und nicht hart reinfiehen. Ich war auf der Lane 30 CS behind, aber das ist halt auch etwas, was Leute dringend verstehen müssen. Behind zu fallen in CS ist nicht ansatzweise so schlimm wie zu viel. Bei 30 CS, gut, das ist schon einiges, ne? Und das kostet auch schon einiges, aber, und das ist ein entscheidender Punkt, wenn du den Gegner Kills gibst, sind erstens deine Teammates viel mehr frustriert, weil es halt einfach übelst annoying ist, wenn du siehst, der Gegner steht, zählt irgendwas. Es gibt XP in rauen Mengen und es ist halt einfach super schwer zu ändern später. Oh, man wird jetzt hier wahrscheinlich einen Pfefferkill oder sowas holen können. Nice, das schon mal geblockt. Ich weiß nicht genau, wie ich rein. Scheiß! Aber auch hier wieder, ich will Protobelt eh machen. Und nach dem Protobelt mache ich nur einen Auto-Attack, weil mein eh noch nicht geht. Ich muss da mir angewöhnen, durchzuspammen. Ist ein bisschen merkwürdig, aber es liegt daran, dass quasi erst alle diese Feuerbälle, glaube ich, in der Gegend rumfliegen, bevor du da weitermachen kannst. Ich hätte übrigens gerade früher ulten müssen, aber irgendwie hatte ich auch nicht das höchste Interesse daran, dass man das überlebt. Oh, nicht gut. Das ist ja fies. Aha. Wenn ich Top-Lane spiele, werde ich einfach zum absoluten Retard. Das tut mir manchmal auch leid, aber es ist halt einfach die Folge von dieser Lane, die einen halt einfach komplett verblöden lässt. Ja, 133 AP. Ist sogar in Ordnung, dass er ihn nimmt. Ja. Warum war der da? Wurde bei der eingesetzt, damit ich dieses Ding hier irgendwann mal kaputt krieg. Weil ich brauche noch 30, bis ich mal ein Thornmail hab. Dann ist halt wirklich Hopfen und Malz verloren mit dieser Welt. How to Win Without the Impact wäre ein guter Titel für diese Folge. Alex war das bei der ersten Folge auch schon ähnlich. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Folge, die ich normalerweise wahrscheinlich nicht hochladen würde, weil ich nicht so viel gelernt habe. Alex würde ich schon irgendwann mal eine Top-Lane-Folge hochladen. Ich denke, das ist ganz in Ordnung dann. Wenn es eben so eine so wird. Normalerweise würde man jetzt in der Base stehen bleiben und warten, bis man TP'n kann. Hier haben wir allerdings einen Kog'Maw. Und ich kann mal eh mal ran. Er hat die Traum-Items dieser Welt. Es sind halt wirklich die Items, die du haben willst. Ich persönlich präferiere Double Lifesteal, aber das ist eine persönliche Sache quasi. Zwischen mir und dem Lifesteal-Item. Eine intime Bindung. Ja, das Gefühl, dass die tot sind, bevor ich da bin, aber ich zieh trotzdem durch. Hi. Wer bist du denn? Ja, Riven, da habe ich leider den mechanisch anspruchsvolleren Champion gewählt. Und oh, verdammt. Oh, fuck it, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass... Ist sie besoffen? Das ist halt einfach... Okay, ich habe meinen Faden verloren. Ich habe diesen Fight leider verloren. Trotz meiner Präsenz in diesem Fight. Was ich ganz was ich jetzt bauen sollte, damit mein Schaden in solchen Situationen ein bisschen höher wäre, besser wäre eine mögliche Variante. Sollen wir nochmal den Schaden von meinen Kollegen erhöhen würde. Aber das war Sugars letztes Item. Ja, ich würde sich das decken. Und Ludens wäre eine interessante Wahl. Oder man geht halt tatsächlich hier Richtung Gauntlet. Was dann nochmal ein bisschen cooler und Action geben würde. Ich denke, das ist keine schlechte Wahl. Oh mein Gott, bleib dran! Oh, er konnte seinen Schaden scheinbar nicht einschätzen. Wie ärgerlich. Aber das war relativ klar, dass da halt danach noch ein Auto-Tech
fehlen würde. Nach der Szene gerade wird mich leider Riven nicht nochmal fighten. Gerade gesehen hat, wie aussichtslos dieses Unterfangen tatsächlich ist. Ich meine, sie hätte in der 1 gegen 1 hätte sie keine Chance gehabt. Meine Ultimate war in dem Fall übrigens ganz gut. Also in der 1 gegen 1 Situation. Split Push Malphite. Ist hier gerade am Start. Ist in Ordnung. Prinzipiell wäre ein Group für den Inhib zwar ganz gut, aber Joker ist gerade eh tot. Das heißt, ich gehe kurz Base, hab meinen Sheen. Normalerweise würde man. Was macht die denn? Ist echt merkwürdig, wenn jemand konsequent durchfeedet. Dafür geht man normalerweise. Das ist auch die bessere Variante hier. Sheen alleine auszuspielen ist relativ selten nützlich. Das ist übrigens auch der Grund, warum viele Malphite als Counter zu Riven betrachten. Übrigens ist es merkwürdig, wie oft die sterben alle, ne? 11, 12, 11, 12, 11, 9, 9. Ich habe das Gefühl, die spielen ein anderes Spiel als sie. Protobelt hatte ich. Also, der Top-Lane-Fight, dieses 2 gegen 2, war schon so ausgespielt, wie man es halt ausspielen kann. Oh mein Gott, der Riven läuft gerade. Warum schießt der denn nicht auf Riven? Er will es spannend machen. Er will es spannend machen. Ich denke, das ist die einzige Antwort da. Lass mal einer wegmachen. Malphite auf Speed! Oh. Ja, die Minions sahen gefährlich aus! Ich renne in den Kreis. Oh mein Gott, what? Jetzt hängt es an mir. Er muss flashen. Aber kommt er trotzdem raus, ist die Frage. Da ist ein Turret. Es wird eine lange Nacht werden. Okay, noch okay, schade. Ja, wenn ich die Ultimate nicht so ein bisschen reingedurft hätte, dann wäre das da sogar was geworden. Nicht meine beste Folge. Sind wir ehrlich? Ich habe schon mehr Impact in Games hingebracht und auch schon mehr seriöses Gameplay. Aber ich hoffe, ihr fühlt euch zumindest, wenn ihr nicht allzu viel gelernt habt, gut unterhalten. Toplane mit Johnny. Ist ein ganz besonderes Abenteuer, was ich gerade Freunden des hohen Geschmacks nur empfehlen kann. Nehmen wir, Leute, ein bisschen viel Schaden von Little Blau. Also ich sollte es so oft normalerweise sagen, weil ich könnte es auch einfach ändern. Habe ich so das Gefühl, dass Protobelt irgendwas verändert? Naja, wenn ich es mal einsetzen würde, vielleicht. Boah, ich habe es gerade im Fight, glaube ich, gegen Ramos eingesetzt. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es mich in irgendeiner Art und Weise deutlich besser macht. Ich habe jetzt 60 AP. Nochmal einen ganz netten Hit, aber habe jetzt nicht das Gefühl, dass es ist. Also die Idee dahinter ist ja quasi, dass du eine höhere Distanz überbrücken kannst mit deiner Ultimate. Und das, finde ich, ist dadurch, dass es nicht so reaktiv ist, nicht so ganz möglich. Ich kann halt hier einen TP'en und dann Action machen. Hallo, meine Freunde! Onkel Malphite ist da! Oh mein Gott, ich hab mein. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe ein Protobelt verkackt! Der einzige Grund, warum ich dieses Item kaufe, ist für diese Situation, wo ich dann genug Burst haben soll. Oh mein Gott, ich bin echt. Manchmal bin ich echt hart geboostet, ne? Ansonsten war es gut. Ultimate auf auf Tristana. Das Ganze ist relativ simpel zu handeln. Was ist mit dieser LeBlanc los? Man weiß es wirklich nicht. Man sieht den Schaden, den ich hier kriege, sind 1800 von LeBlanc und 261. Das haben wir noch ein bisschen cooler, wenn ich gemacht habe. Scheinbar hat das ein Red Buff. Ihr könnt das trotzdem jetzt nicht deffen, weil LeBlanc halt wieder gesuicided hat. Wenn LeBlanc das normal spielen würde, hätten die echt eine gute Win-Condition. Aber so. Oh, weiß. Das wird wahrscheinlich auch mal. Nicht. Ja, gut. Nami müsste halt die Ultimate quasi schießen in dem Moment, wo Rumble reinrennt. Und dann wäre es halt quasi auch schon vorbei, das Game. Jetzt wird Riven allerdings nochmal auf den Schienen gehen. Dann kommt Exhaust. Ah, schöner Knock-Up von Chipgut. Ist es fies, dass ich in solchen Momenten immer hoffe, dass sie es nicht gut spielen, mein Team, damit ich nochmal in dieses Spiel treffen kann? Ich denke, das ist nicht fies. GG well played. Haut schon ab Top Lane.
von Johnny. Ganz bestimmt war es, glaube ich, im Endeffekt nicht, aber es war definitiv auch kein Game, wo man allzu viel gelernt hat. Ich habe mein Bestes gegeben und ab der Mitte des Games haben meine Gehirnzellen nachgelassen und ich habe einfach ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fühlt euch trotzdem gut unterhalten. Der Schaden von mir ist fairerweise höher, fast höher als der von Ramos. Ansonsten kann ich mir einfach trotzdem den meisten als sicheren Top-Lane-Pick empfehlen, wobei Maokai wahrscheinlich doch selber ist. Also ich traue ruhig an den Maokai rein. Im Nachhinein hätte ich mir sehr, sehr oft gewünscht, ich wäre Maokai, weil da hat man auch ein bisschen mehr zu tun. Melfan ist der boringste Champ alive. Aber ich habe es trotzdem probiert. Sola, ich hoffe, du verzeihst mir die anderen. Schaut doch mal bei meinen anderen Sachen vorbei. Die nächste Durchgequatsch-Folge kommt nächsten Donnerstag. Und damit ich da eine gute Anmoderation habe und damit wir wieder merken, wer bis zum Ende zugehört hat, schreibt mir doch bitte mal euren tollsten Witz oder beschissensten Witz. Es ist mir scheißegal. Unten in die Kommentare. Ich lese zwei davon bei der nächsten Durchgequatsch-Folge durch. Und dann sehen wir uns nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut. Auf bald.